Also, was ich euch, ich werde aus zwei Büchern lesen. Das eine sind beide von Wolfgang Schmidbauer. Enzyklopädie der dummen Dinge. Als dumme Dinge beschreibt er Dinge, die wir nicht durchschauen. Fassen wir die Kraftmaschine der African Queen ins Auge. Dann ist er gut beraten, große Mengen an Treibstoff und möglichst auch einen Ersatzmotor mitzunehmen. Es ist die Intelligenz, die wichtigen Werkzeuge wecken. Der Pilot hat ein embryonales Verhältnis zur Technik gewonnen. Ich kaufte mir nach kurzem Überlegen für ein paar Pfennige einen Lichtschalter. Eindrucksvolle Fertigkeit trugen dazu bei, dass Dinge erhalten blieben und funktionierten. Fototechniker muss mit dem Laptop kommen und nicht mit dem Schraubenzieher. Das kommt vom Französischen und heißt Fortune. Fortune. Also Kunsch ist von Fortune. Ursprünglich Futur. Was schlafen. Hier steht man auf Fuchikato. 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 Geflohen. Man möchte tatsächlich in einem etymologischen Wörterbuch oder nur in einem normalen Wörterbuch? Ja, ja. Ah, ja. Wegen dem nicht Motorrad zu fahren, sondern ein Motorrad zu warten. Zu warten. Ja. Achso, ja, okay. Ja. Und da, ich weiß nicht, wo er da ist. Nee, irgendwo in Amerika, die auch da ist. Der repariert sein Motorrad und kann ihn also mit einer Dosa-Kühle. Aber er hat kein anderes Motorrad. Und macht das der Reparateur, macht das der Mechaniker mit so einer Geschwindigkeit. Ich glaube, in dem ganzen Buch geht es eigentlich um den Begriff von Qualität. Ne? Eigentlich, ja, ja. Ja, genau. Aber Qualität nicht im Sinne von Material, sondern was ist Qualität? Das sind eigentlich... Meint ihr, das ist nicht so entscheidend? Ja, ja, genau. Schön, würde mal interessieren, wie der Schnittbauer dazu kommt, um solche Bücher zu schreiben. Ah, da haben wir auch irgendwo ein Kapitel, das muss ich tatsächlich, wo er ein bisschen was schreibt über die Verbindungen zwischen den Dingen und über, also wie er dazu kommt, als Psychoanalytiker auf die Dinge zu schauen. Drei Fragen sollten heute vor jedes Haus stehen. Erstens, brauche ich das wirklich? Zweitens, kann ich es reparieren? Drittens, wo bleibt der Müll? Denn es ist ein Vorgehen hilfreich, das dem Psychoanalytiker bekannt vorkommt, Reverse Engineering. Der Begriff stammt aus dem Maschinenbau. Es geht darum, einem Gerät jene Geheimnisse zu entreißen, welche die glatte Oberfläche verbirgt. Produzenten stellen sich Nutzern in den Weg, die verstehen, erforschen, ein Ding ihren eigenen Bedürfnissen unterwerfen wollen. Reverse Engineering durchkreuzt diesen Versuch. Das Gerät wird zerlegt, analysiert, seine Geheimnisse werden der Öffentlichkeit verfügbar gemacht. Die Nutzer können es jetzt verändern, neu justieren und reparieren. Der geistige Nutzen der Reparatur liegt darin, dass sie uns ermöglicht, die Geschichte einer Störung zu lesen und daraus Schlüsse zu ziehen, wie wir sie beheben und ihr vorbeugen können. So. Das heißt, Dinge reparieren können ist eigentlich auch ein geistiger Prozess, der auf unser Seelenleben wiederum dann wirkt. Ich habe das aber anders erlebt. Aber was? Erzähl. Mein Freund ist immer zu einem Psychotherapeuten gefahren. Ich weiß nicht, was er gehört hat. Aber man darf ihn nicht therapieren, dann hat er keine Kreativität mehr. Das hat er gemeint. Ja, Sigmund Freud selber hat ja auch abgelehnt, Künstler zu therapieren. Ja.
weil er eben befürchtet hat, die Kreativität zu zerstören. Ja, so ist es aber auch. Ja, super ja. Interessant. Das stimmt wirklich, oder? Doch, meine Mutter ist ja auch mal so ein Psychoanalytiker. Und dadurch, dass sie Künstlerin sind und Gedichte schreiben, Kunst machen, brauchen sie keine Therapie. Edward Munch. Der hat sich auch ein paar Mal therapieren lassen und konnte dann nicht mehr so malen, wie er da mit dem Schrei und sowas da bekannt geworden ist. Also dieses extrem expressionistische verloren gegangen. Der hat dann ganz langweilige Sachen gemacht. War das dann für den Rest deines Lebens? Konventioneller, also konventioneller. War das dann für den Rest seines Lebens so, oder? Der hat das dann wurde so ein paar Jahre und dann mal wieder bekommen, also das scheint dann auch wieder gekommen. Ein Künstler habe ich gelesen, der hatte jeden Tag irgendwie mal irgendwas besonders Wichtiges, jeden Tag. Ist Therapeut. Achso, Roman Opalka. Noch wirksamer als LSD. Roman Opalka? Genau, aber okay. So eine Wiederholung. Ja, Zahlen. Ja. Aber wer war es mit dem Strich? Hanne Darbo vielleicht, die hat auch ja, so. Ja, die ist schon hier, ja. Ja. Wunderbar, das ist gibt es noch so verschiedene Arten von dummen Dingen. Eins, was mir gefallen hat, war das Haus. In den armen Ländern, die sich solche Behörden nicht leisten können, wer mit solchen Projekten sein Diplom in Architektur macht, wird sicher später anders mit Bauaufträgen umgehen als ein Bauingenieur, der sich von länger mit Arm der Zement anzieht. Dann sagte der Schwiegervater immer, da drüben, da darfst du nie hingehen, wenn man zu mir sagt, weißt du. Also jede Gruppe hat die andere Gruppe als gefährlich betrachtet. Also aber aus verschiedenen Gründen. Aus verschiedenen Gründen, ja. Also der Wolfgang Schmidbauer, der lebt teilweise in der Toskana, hat dort so ein Ferienhaus, ein ganz, ganz einfaches, wo er auch keinen Strom hat und so weiter. Also von diesem Haus in der Toskana ist immer wieder so ins Einzelne Sachen die Rede. Ich könnte, wenn ihr wollt, könnte ich noch was vorlesen über einen italienischen Stuhlbauer. Wollt ihr hören? Ja. Ja, okay. Ein Stuhlbauer. Ende der 60er Jahre kauften wir einem bärtigen Mann, der sein Handwerk und die Werkzeuge seines Großvaters übernommen hatte. Damals zeigte mir dieser Freizeithandwerker seine Werkstatt. Es war ein penibel sauberer Raum mit Zementboden. Neben einer großen Hobelbank mit einigen einfachen Handwerkzeugen, Beile, ein Handbohrer, Ziehmesser, häuften sich lange Bündel von gelben Binsen. Er sagte uns, dass er gerade dabei sei, Sitze für die Bestuhlung eines Ristorante Rustico zu flechten und wies auf einen hohen Stapel von Stühlen. In einem Winkel lag ein unbehauener, dicker Baumstumpf. Er sah wie ein Stück aus einer anderen Welt aus, von einem Zeitstrom, der keine anderen Spuren hinterlassen hatte, mitgetragen und hier angeschwemmt. Von ihm aus noch merkwürdiger, schwang sich ein wohl 5 Meter langer, an seiner Basis etwa armdicker Ast fast frei in den Raum hinein. Um die Spitze dieses trockenen, aber keineswegs morschen Astes, der noch seine Rinde trug, waren Schnüre gewickelt, als hätte ein Kind mit einer Angelrute gespielt. Ich verstand nicht, was das sollte. Auf meine Frage erklärte der Stuhlmacher mir, er brauche für seine Arbeit keine elektrische Energie, nur die Kraft dieses Holzes wie die alten. Er erklärte mir, dass seine Stühle ohne Leim zusammengefügt sind, italienische Forzate zusammengezogen. Sie halten bis heute tadellos. Ein Trick dieser Stuhlmacherei liegt darin, dass dicke Hölzer langsamer austrocknen als dünne. Wenn man dünne Streben drechselt und in die Bohrungen dicker Stuhlbeine einfügt, werden sie durch den natürlichen Schrumpfungsprozess festgehalten. Die dünnen Streben sind bereits getrocknet, die dicken trockenen um sie herum umschließen es bombenfest. Das grüne Holz arbeitet mit dem Handwerker gerade so wie er mit ihm. Die haben gewettet. Die haben gewettet, ja.